Hier sind ein paar harte Realitäten über Männer, die wir Mädels definitiv verstehen müssen. Also hört jetzt ganz gut zu, Mädels. Wenn ihr gerade Schluss gemacht habt oder eure Sache beendet habt, dann wird er so tun, als würde es ihm gut gehen. Und du wirst heulend daheim hocken und dir denken, dass ihm alles egal ist. Aber glaub mir, es ist ihm definitiv nicht egal. Männer haben da nur ein bisschen andere Bewältigungsstrategien als wir. Sie leiden im Stillen, also denk nicht, dass es ihnen egal ist. Wenn er dich wirklich mag, wird er wirklich alles für dich tun. Alles. Also sei bitte kein Arschloch und nutze es auf gar keinen Fall aus. Wenn du ihm ein Kompliment machst, dann solltest du es besser wirklich ernst meinen. Komplimente bedeuten Typen nämlich mega viel, weil sie es einfach heutzutage nicht sehr oft hören. Sie werden sich für immer dran erinnern und immer was Positives mit dir verknüpfen. Wenn er sagt, alle Frauen sind gleich, dann nimm es bitte auf gar keinen Fall persönlich, weil meistens meint er es gar nicht so. Und das ist ein Indiz dafür, dass er wirklich sehr verletzt wurde und dass er in letzter Zeit einfach sehr viel durchmachen musste. Also werd auf gar keinen Fall sauer auf ihn, wenn er sowas sagt. Das stimmt leider. Männer leiden im Stillen. Und in diesem Video werden wir über diese 4 Punkte, die sie gerade genannt hat, die legitim sind, sprechen und vor allem dir einen Weg aufzeigen, wie du, selbst wenn du dich gerade wiedererkannt hast und du glaubst, ich weiß nicht, wie ich mit Frauen umgehen soll, weil genau das trifft auf mich zu, werden wir dir hier ganz genau erklären, wie du mit Frauen umgehen sollst. Das heißt, wie du ihnen das zeigen kannst, was du ihnen wirklich zeigen möchtest und dabei auch erfolgreich bist. Das heißt, wie du diese Frau auch verführst und eroberst und behalten kannst, die du wirklich magst. Mein Name ist Andy Friday, Makako Kim wieder mit dabei. Wir sind die Flirt-Coaches für Männer mit Herz. Da siehst du es wieder. Herzlich willkommen zu diesem Video. Und das allererste, was wir hier sagen müssen, ist, dass dieses im Stillen Leiden in der Tat ein Problem ist. Ja. Ist es. Die Männer, die nicht über ihre Probleme mit anderen reden, die haben einen großen Nachteil gegenüber den Männern, die mit anderen darüber reden, aber vor allem Frauen, weil Frauen im grundsätzlich eher dazu neigen, ihre Probleme mit anderen zu besprechen. Und das hat gravierende Folgen. Ja? Die Raten an Menschen, an Männern, die sich das Leben nehmen, ist deutlich höher als die Rate an Frauen, die dasselbe tun. Der Grund dafür ist echt noch in diesem altertümlichen Mindset, dass unsere Väter und Großväter und die ganzen Generationen vor uns in die nächste Generation installiert haben und tatsächlich noch bei uns irgendwo hier festklebt. Und das ist, ein Mann regelt seine Probleme selber. Und das ist ein ziemlich schlechter Glaubenssatz, eine ziemlich schlechte Prämisse, um ein glückliches Leben zu führen. Ja, richtig. Das ist der kleine Bruder von Männern weinen nicht. Ja, es ist natürlich ein nobler Gedanke, dass du deine Probleme selber regelst und andere nicht belastest. Das ist ein nobler Gedanke. Aber letzten Endes schafft es keiner von uns alleine ans Ziel. Das Leben ist nun mal ein Teamsport. Wir schaffen es immer gemeinsam. Und wenn du mit einer Frau zusammen sein möchtest, das heißt, wenn du eine Partnerschaft haben möchtest, dann musst du auch eine Partnerschaft wollen. Und bei Partnerschaft, da seid ihr beide auf Augenhöhe. Jetzt gibt es Männer, die sagen, ja, aber das stimmt doch gar nicht. Das ist ja das Problem heutzutage, dass so viele Leute wie der Andy behaupten, dass Beziehungen auf Augenhöhe sind. Dabei sind sie das gar nicht. Der Mann hat immer mehr Verantwortung und so weiter und so fort. Aber wie sehr hilft dir dieser Glaubenssatz bisher in deinem Leben? Wie sehr hilft dir diese Prämisse, ans Leben heranzugehen, dass du so viel mehr Verantwortung und Lasten auf den Schultern hast als andere und du deine Probleme selber regeln musst? Hat dir das bisher geholfen? Oder hat dich das eigentlich behindert? Ich wage sehr zu behaupten, dass das der Grund ist, warum du immer noch da stehst, wo du gerade stehst. Frauen sind da tatsächlich anders. Ich sage nicht, Frauen sind besser. Ich sage nicht, Männer sind besser. Das ist ja gerade in allem, was wir hier machen, auf YouTube, auf diesem Kanal, in all unserer Philosophie seit Jahren schon, ist ja gerade der Wunsch, dass Menschen endlich mehr wieder reconnecten mit der Idee, dass wir alle unsere eigenen Dämonen haben und dass wir alle eigentlich nur geliebt werden wollen, gehört werden wollen, gesehen und verstanden werden wollen. Ja, alle. Gut gesagt. Männer und Frauen. Und zu behaupten, dass wir unsere Probleme alleine lösen müssten und deswegen im Stillen leiden, ist eine Idee, die dich nur dahin bringt, dass du langsameren Fortschritt machst als andere, die sich zum Beispiel und das wird sich jetzt anhören wie das typische Gelaber eines Coaches. Das ist mir bewusst. Aber irgendwo steckt halt auch die Wahrheit in dem, was ich gleich sagen werde. Die Männer, die sich einen Coach holen,
für ihre Sportart. Wir müssen nicht mal hier jetzt gerade die Verführung nehmen, das Flirten. Lass uns eine Sportart nehmen. Diejenigen, die sich einen Coach holen fürs Fußballspielen oder fürs Boxen, die werden schneller besser werden als diejenigen, die glauben, sie müssten das Rad neu erfinden und es selber irgendwie hinkriegen. Macht Sinn? Und das ist in jeder Disziplin so. Sei es im Sport oder in der Kunst, wenn du ein Instrument lernen willst, dann suchst du dir einen Lehrer oder zumindest einen Leitfaden, an dem du dich orientieren kannst, wo du schneller lernst. Das wissen wir. Das heißt, wir suchen eigentlich schon in ganz vielen Bereichen unseres Lebens nach Hilfe, aber in den Punkten des Herzens, in den Punkten der Liebe, da haben wir Scham. Da haben wir Scham, da suchen wir nicht nach Hilfe. Da erzählen wir unseren Freunden nicht, ich kriege es einfach nicht mit Frauen hin. Und wenn wir es unseren Freunden erzählen, dann erzählen wir es vielleicht nicht anderen Frauen. Und manche Männer, die sind tatsächlich so weit gekommen, dass sie es Frauen erzählt haben, dass sie einer Frau erzählt haben, wie schwer sie es mit anderen Frauen haben. Und dann haben sie die Erfahrung gemacht, dass diese Frau natürlich kein Interesse mehr an ihm als sexuellen Partner hat. Und deswegen haben sie dann natürlich den Rückschluss gezogen, alles klar, anscheinend darf ich selbst nicht mal mit Frauen über meine Schwächen reden. Was so nicht richtig ist. Es ist nicht richtig. Lass uns das mal betonen. Das ist nicht richtig, nie über sich selbst und seine Gefühle zu reden. Das ist einfach eindimensional. Als Mann, der nie über seine Gefühle und Emotionen sprechen kann, bist du für eine Frau gesichtslos. Da fehlt ein Teil deiner Persönlichkeit. Und es geht noch viel tiefer als das. Die Frage ist nämlich das Wie. Wie redest du dann über deine Probleme? Es gibt nämlich einen großen Unterschied zwischen dem, was wir nicht tun wollen, nämlich jammern. Ist klar, dass Jammern nicht attraktiv ist. Und zwischen ehrlich eine verletzliche Seite von dir zu zeigen. Authentisch eine verletzliche Seite von dir zu zeigen. Da ist ein Riesenunterschied. Das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Beim Jammern wollen wir etwas vom anderen. Beim Jammern wollen wir Mitleid. Das ist nicht attraktiv, weil wir etwas tun, das inauthentisch ist. Wir wollen eigentlich etwas zurückhaben. Wir wollen Mitleid und deswegen jammern wir gerade. Das ist nicht attraktiv. Ein ehrliches Teilen deiner Schwächen, authentisch, ist verdammt attraktiv, weil du dabei nichts zurückverlangst. Weil du dabei einfach nur etwas akzeptierst. Nämlich Fürsorge, Freundschaft, Zuneigung, Liebe. Du erlaubst es dir selber, dass du mal an der Reihe bist, gehört zu werden. Dass es jetzt mal an der Zeit ist, dass du derjenige bist, der auch mal etwas teilen darf. Und dass der Mensch, der gerade vor dir steht und sich anbietet, dir zuzuhören, tatsächlich für dich da sein will. Und du darfst nach Hilfe fragen. Du darfst diesem Menschen dein Problem schildern. Und dieser Mut, die vermeintliche Schwäche zu offenbaren, ist in Wahrheit eine Stärke. Denn das erfordert Mut. Das erfordert den Mut, tatsächlich etwas von dir zu zeigen, bevor du Angst hast, dass du verurteilt wirst. Und das ist mutig. Und dadurch, dass es mutig ist, ist es automatisch auch anziehend, weil Mut attraktiv ist. Das heißt, du wirst auf die Art und Weise, wie du über deine Probleme redest, zwei völlig unterschiedliche Resultate erhalten. Das eine ist Mitleid, keine Anziehung, möglicherweise die Friendzone. Und das andere ist, dass die Frau dich als wahrhaftig kompletten Menschen wahrnimmt. Als ganzen Mann, der anfassbar ist, der greifbar ist, der vor ihr steht und sich gerade so zeigt, wie sie sich gerne zeigen würde. Das heißt, sie fühlt sich zu dir verbunden. Ja, in allen Aspekten. Ich meine, wir haben ja hier das Beispiel, wenn eine Frau mit einem Mann Schluss macht. Aber auch selbst in so einer Situation kann man, oder kannst du, oder kann ich, oder Andy, authentisch sein oder über die Gefühle reden. Und wenn es Schmerz ist, sich den Mut zu haben, sich dahinzustellen und zu sagen, fuck, ich fühle mich hier gerade total entblößt und das tut jetzt kacke weh. Und ich fühle mich gerade echt niedergeschlagen, hilflos, aber es wird wieder. Offen, ehrlich, ohne Reue. Das ist eine Fähigkeit, die kann man lernen. Ja, klar. Die Fähigkeit ist eigentlich nur die,
dass du es dir selber erlaubst, du selbst zu sein. Hört sich an wie eine Floskel und ist es auch, um ehrlich zu sein. Deswegen müssen wir noch viel mehr darüber reden, was es eigentlich bedeutet, sich selber zu erlauben, du selbst zu sein. Denn das, was intrinsisch schon in dir ist, ist nicht das Problem, ist nicht das, was du an dir nicht wertschätzt, sondern ist auch das, was du an dir wertschätzen darfst, was an dir attraktiv und stark und mutig und wertvoll ist. Und das beides im Gleichgewicht zu wahrzunehmen und sogar vielleicht die Stärken noch mehr in den Fokus zu rücken, das ist die Fähigkeit, dich selber als ganzen Menschen zu akzeptieren. Und das ist attraktiv. Da brauchst du auch keine Angst zu haben. Und ich möchte dir auf einer ganz anderen Ebene noch einfach mal diese Angst nehmen, dass wenn du zu viel von dir preisgibst, dass das negative Folgen haben könnte. Die Friendzone. So what? Dann hast du halt eine weibliche Freundin. Ist das so schlimm, Frauen um dich herum zu haben? Es gibt Männer, die haben keine Frauen um sich herum. Die kommen zu uns und haben überhaupt keine weiblichen Kontakte. Und wenn es dann darum geht, mit Frauen Kontakt zu gründen, dann sträuben sie sich davor, weil sie nicht in die Friendzone gelangen wollen. Das heißt, sie haben überhaupt keine weibliche Energie um sich herum. Das ist auch nicht gut. Ja, es ist wichtig, dass wir mit Frauen genauso natürlich und selbstverständlich reden können wie mit Männern. Hab weibliche Freundinnen. Hab weibliche Freundinnen, mit denen du auch über deine Schwächen reden kannst. Mit denen du nicht nur im Stillen leiden brauchst, sondern über das, was dich bedrückt, tatsächlich reden kannst. Vielleicht werdet ihr dadurch noch näher zueinander rücken. Vielleicht werdet ihr aber einfach nur Freunde bleiben und es wird nichts Sexuelles zwischen euch passieren. Okay. Und da kommt etwas, über das möchte ich gleich in den nächsten Punkten noch konkreter mit dir reden, nämlich wie du dann mit einem sehr attraktiven Satz, den du ihr sagen kannst, dafür sorgen kannst, dass sie dich in einem ganz anderen Licht wahrnimmt. Nämlich, dass sie dich als attraktiven Mann wahrnimmt, nachdem du dich ihr als Freund offenbart hast. Nachdem sie vielleicht dich in die Friendzone gesteckt hat. Und du kannst damit das komplette Gerüst auf den Kopf stellen. Was das ist, was du ihr sagen sollst, sage ich dir in einem der späteren Punkte. Also schau dir den Rest des Videos unbedingt an. Männer leiden im Stillen und das ist in der Tat ein Problem. Rede mit mehr Männern über deine Issues, über das, was dich bedrückt. Hol dir vielleicht einen Therapeuten, einen Psychologen. Ich schäme mich nicht zu sagen, dass ich regelmäßig mit einem Psychologen mich austausche. Ich bin endlos dankbar dafür, weil dieser Schulterblick, dieser tote Winkel, den man selber nicht wahrnimmt, über Schwächen, die wir selber haben, einmal von einem Experten angeschaut zu bekommen und dann dich selber mehr zu verstehen, woher das kommt, das ist pures Gold wert. Das ist unglaublich, unglaublich bereichernd. Ja? Diese Scham, dass wir über unsere Probleme nicht reden, ist etwas, das dürfen wir in unserer Generation ohne Scheiß endlich mal ablegen. Wir müssen nicht irgendwelche toughen, harten Machos sein. Es ist okay, Schwächen zu haben. Denn gerade diese Schwächen zuzugeben, ist attraktiv. Denn das beweist Mut. Wie wir das genau machen, da steckt das Schlüsselwort in dem Wort Unabhängigkeit. Ich sage, was ich will oder was ich gerade fühle, und es ist mir völlig egal, ob ich dafür irgendetwas zurückbekomme. Es ist mir völlig egal, ob ich dafür irgendwas zurückbekomme an Mitleid, an irgendwelchen unterstützenden Worten oder vielleicht an Anziehung, an Sex. Das ist mir alles komplett egal. Ich teile, was ich teile, weil ich es teilen will, weil ich daran glaube, dass authentisch zu sein eines der höchsten Gute ist. Eines der höchsten Gute, kann man das so sagen? Eines der höchsten Güter, eines der höchsten Werte ist, die ich verkörpern kann. Ich bin, wer ich bin und ich werde mich dafür nicht entschuldigen. Ich möchte mich verbessern. Ich möchte mich verbessern, aber ich werde mich nicht dafür entschuldigen, wer ich jetzt gerade bin auf dem Weg der Verbesserung. Und das heißt, dass ich teilen werde, wer ich bin. Boah, das ist richtig sexy, sag's doch mal. sag's mir noch mal. Ich glaube, dieses Prickeln in meinem Bauch. Ich glaube, das Prickeln, das wirst du gleich bekommen, wenn ich diesen vollständigen Satz sage, wie du aus der Friendzone wieder rauskommen kannst. So, dranbleiben. Okay. Kommen wir zum zweiten
zur zweiten Wahrheit, die diese Frau gerade geäußert hat. Und dann jetzt spielen wir die zweite Wahrheit ab. Es kommt jetzt dieses Video, der Videoclip. Ein Kompliment wirklich, wirklich so meint. Ah. Nee, das zweite ist, wenn er dich wirklich mag, wird er alles für dich tun. Nutze es also nicht aus. Ah, fuck, ich bin zu weit gescrollt. Scheiße nochmal. Sorry, Mirnes. Ich habe ein Makaken hingelegt. Hör auf zu Makaken. Nee, warte, also ich mag gerade diese Entwicklung nicht, wie du mit meinem Wort umgehst. Und ich, das ist nicht gut. Du hast gesagt, ich habe ein Makako hingelegt. Ja, aber ich habe dir die Erlaubnis gegeben. Sag doch lieber, ich habe es leider nicht geschafft, makakig zu sein. Ich habe es leider nicht geschafft, makakig zu sein. Okay. Weil makakig sein heißt ja... Makakig sein heißt ja alles richtig machen. Oder alles cool, sexy, whatever machen. Okay. Whatever. Okay, das Gegenteil. Wenn er dich wirklich mag, bitte wirklich alles für dich tun. Alles. Also sei bitte kein Arschloch und nutze es auf gar keinen Fall aus. Wenn er dich wirklich mag, wird er alles für dich tun. Nutze es also nicht aus. Auch hier, das stimmt. Aber wir dürfen auch hier wieder die Unabhängigkeit nicht vergessen. Wir hatten zum Beispiel einen Kunden im Live-Coaching. Und der hat eine Geschichte erzählt, wie er eine Ukrainerin aus der Ukraine rausgeholfen hat und hier ihr geholfen hat, eine Wohnung zu finden und ein Standbein aufzubauen. Und er hat sich mehr mit ihr erhofft. Und sie hatte kein Interesse daran, an einer Beziehung mit ihm. Und deswegen sind sie Freunde. Und er wusste nicht, wie er damit umgehen soll. Ja? Weil das mag er natürlich nicht, diese Ausgangslage. Und die Lösung hier ist in der Tat diese Mischung aus Ehrlichkeit und Unabhängigkeit, aus Verehrung und Raum geben, aus Wertschätzung und Egalhaltung. Das sind zwei Seiten einer Münze, die in dir reingehen dürfen, ins Mark und Bein, ins Fleisch und Blut, die einfach so wichtig sind bei der Verkörperung eines authentischen, ehrlichen und attraktiven Mannes. Der Mann, der hilfsbereit ist, gutmütig, ein Mann mit Herz, die Männer, die wir hier gerne bei uns sehen im Coaching, in der Flirt Masterclass, bei den Flirt-Spezialisten, denen wir helfen können und helfen wollen. Das sind die Männer, die, wenn sie diese Wahrheit in ihrem Leben integrieren und implementieren, ihr Leben komplett auf den Kopf stellen. Und selbst in so einer Situation diese Frau auch dahin bringen können, dass sie sich in ihn verliebt. So, was ist das, was du tust? Du sprichst das aus, was du gerne hättest, bist aber völlig okay damit, wenn du es nicht bekommst und sprichst das ebenfalls aus. Das ist dieser Satz, den ich gerade erwähnt habe, den du so oder so ähnlich verwenden kannst, ja. Da möchte ich natürlich, dass du deine eigenen Worte dafür verwendest, denn die zwei wirklich wichtigen Komponenten sind hier die Wertschätzung oder der Ausdruck deines Herzenswunsches und auf der anderen Seite ein Ausdruck deiner Unabhängigkeit, also dass es völlig okay ist, wenn du das nicht bekommst. Ja? Du könntest zum Beispiel dann dieser Frau, mit der du dann in der Friendzone gelandet bist, sagen, hey, ich weiß, dass du mich gerne als Freund hättest und nicht mehr. Und das ist okay für mich, aber du musst wissen, dass ich mehr möchte als das. Und ich werde mich dafür niemals entschuldigen. Ich bin ein Mann, ich habe Bedürfnisse, ich finde dich nun mal sehr interessant, du checkst viele der Boxen ab, die ich attraktiv finde. Und es ist völlig okay, wenn du das nicht so siehst, dann können wir tatsächlich Freunde sein. Für mich ist das easy, für mich ist das kein Problem. Ich bin gerne mit Frauen befreundet, ich habe viele weibliche Freundinnen. Aber du musst verstehen, wenn ich mit jemandem befreundet bin, dann behandle ich diesen Menschen auch als Freund. Das heißt, ich werde dir in dem Fall dann wahrscheinlich auch über die Frauen erzählen, mit denen ich mich treffe. Ich werde dir vielleicht Dinge erzählen, die du nicht hören möchtest. Und das musst du wissen, weil das ist, wie ich Freunde behandle. Ich teile Dinge von meinem Leben. Ich teile etwas über die Frauen, die ich treffe und mit denen ich schlafe. Und das werde ich dann auch mit dir tun. So, wenn das okay für dich ist, dass ich mit dir darüber rede, dann können wir das sehr gerne machen. Dann bin ich gerne einfach nur ein guter Freund von dir. Denn das ist für mich genauso bereichernd. Und dann mach das. Dann zieh das durch. Triff andere Frauen und erzähl ihr davon. Würde mich sehr wundern, wenn sie dann nicht ihre Einstellung zu dir über die Zeit hinweg verändert. Das haben wir
viel zu oft gesehen. Bei Männern wie dem Chili bei uns im Coaching. Kennst du ja auch Makako, der dieser eine Frau ganz, ganz selbstbewusst gesagt hat, okay, du, dann sind wir jetzt einfach nur beste Freunde. Und sie hat es einfach nicht ausgehalten, mit ihm beste Freunde zu sein. Und sie erzählt ihm die ganze Zeit, oh ja, oh, manchmal würde ich mir ja schon wünschen, dass ein Mann mich einfach packt und aufs Bett schmeißt. Und es sagt sie ihm, während sie direkt da am Bett mit ihm sitzt und ihm da ihn anhimmelt. Ist ja klar, wie sich das noch entwickelt. Ja, und natürlich war sie am Anfang komplett anders. Am Anfang war sie eher, ich weiß ja nicht und jetzt ist sie so, oh Mann, warum will er mich nicht? Bin mir nicht sicher, ich glaube, lass uns lieber Freunde sein, das fühlt sich jetzt nicht so richtig für mich an. Ist vielleicht ein total richtiger Zeitpunkt, ja, von wegen. Wenn du diese Unabhängigkeit hast, ja, dann kannst du auch dieser hilfsbereite Mann sein, der du sein möchtest. Niemals solltest du dich für andere verändern und verbiegen. Das ist etwas, was wir, glaube ich, oft sagen, aber noch nicht oft genug gehört wurde. Weil es geht nicht darum, dass du dich zu jemandem veränderst, der du nicht sein möchtest. Alles, was wir hier beibringen und was auch diese tollen Ergebnisse zutage fördert, die wir im Coaching sehen bei unseren Teilnehmern, ist, weil die Männer es sich endlich eingestehen, der Mann zu sein und sein zu dürfen, der sie sein wollen. Ohne sich zu schämen, ohne Angst zu haben und ohne sich selber dann den Mund zu verbieten. Ich finde ja, das ist ja der wichtige erste Schritt, erstmal zu sich selbst zu stehen. Der altruistische Ansatz, dann anderen zu helfen, kommt erst danach. Und dann ist es eine super Kombination. Das ist etwas, was wir hier Blüte nennen. Und zwar die Fähigkeit, andere Menschen, nicht nur Frauen, allen Menschen zu unterstützen, zu sich selbst zu finden, ihre Ziele halt zu erreichen. Und das nicht, indem man sich selber aufgibt und sich selber klein macht, sondern indem man zusammen, gemeinsam, in einer Kooperation auf Augenhöhe versucht zu helfen. Und dann ist es eine coole Sache. Dann ist es nicht dieses selbstlose, ich mache mich klein, ich helfe dir, weil ich etwas haben will. Und das ist ja auch noch so ein anderer Punkt. Dieser Punkt, dass man hilft, um etwas zurückzuverlangen. Und wenn es nur Anerkennung ist und ein Quäntchen Liebe. Das spielt ja wieder das Konzept unserer Leistungsgesellschaft wieder. Ich meine, seitdem wir in die Schule gehen, von der Grundschule ab, werden wir Männer wie Frauen darauf getrimmt, Leistung zu erbringen. In Form von guten Noten, einen guten Abschluss, einen guten Job, nächste Lohnerhöhung und so weiter und so fort. Ja. Mittlerweile mit der Angst, dass man überhaupt noch seine Rente ausgezahlt wird. Ich meine, das ist ein anderes Zimmer, machen wir auf einem anderen Kanal. Makako geht an die Börse.com. Makakos Finanztipps. .com. Und, aber wir haben diese Prägung durch die Gesellschaft. Und oftmals verwenden Männer halt diese Angewohnheit halt auch in Beziehungen, weil sie gelernt haben, dass wenn sie sich bemühen, dass wenn sie Aktion zeigen und Leistung, werden sie am Ende des Tages belohnt. Aber das ist in Beziehungen nicht so. Du, was du gerade meinst, ist, glaube ich, der Ansatz Liebe gegen Leistung. Liebe gegen Leistung. Und das ist die Erwartungshaltung, die viele Männer haben, ist, wenn ich doch ihr helfe, wenn ich doch etwas Gutes tue, wie zum Beispiel sie aus der Ukraine rauszuholen. Oder ich kannte da mal einen Mann, der hat sich ebenfalls bei mir für ein Coaching beworben, der hat noch viel unlautere Sachen gemacht. Der hat Frauen vorgegaukelt, dass er ihnen einen Job organisieren könnte. Und da gab es andere Männer, die haben Frauen gesagt, ich bin Fotograf, komm mal rüber, ich mache Fotos von dir. Oder ich bin Musiker, noch so einer, der gesagt hat, ja, ich bin Musiker, ich bin Produzent, du kannst mal was singen und dann machen wir was zusammen. Und die ganze Zeit war der Hintergedanke,
so komme ich ihr näher, vielleicht irgendwie, ja, dann, ich weiß auch nicht, wo da der Gedanke kommt, dass sie auf einmal Anziehung zu ihm entwickeln würde. Das tut sie nicht. Das ist ein unlauteres, manipulatives, sneaky, schlangenförmiges von hinten anschleichen. Das sieht sie sofort. Sie ist nur verzweifelt genug, auf diese Gelegenheit draufzuspringen, weil sie keine anderen Optionen hat. Oder weil du tatsächlich so psychopathisch bist, dass du dich so verkauft hast, dass sie es glaubt, das, was du sagst, ist die Wahrheit. Aber der Schein, der fliegt auf. Ja, es fliegt auf, wenn sie dann merkt, oh, der hat ja noch ganz andere Sachen vor. Das Einzige, was funktioniert nachhaltig, langfristig, ist Ehrlichkeit und Unabhängigkeit, ist Wertschätzung und Raum geben. Das ist Verführung. Erlaube es ihr, sich bei dir frei zu entfalten. Du bist der Katalysator dafür, dass sie das tut, was sie sowieso schon tun will. Du bringst sie nicht dazu, etwas mit dir zu tun, was du unbedingt von ihr möchtest. Nein, du bist einfach nur da und darfst lächeln und zuschauen, während sie mit dir auf die Reise genommen wird. Du gehst sowieso dahin, wo du hin möchtest. Du bist sowieso ein hilfsbereiter Mann. Bei ihr, genauso wie bei der unattraktiven Frau, genauso wie bei deinem Kumpel oder vielleicht bei jemandem, den du nie wieder sehen wirst, weil du Geld spendest oder weil du in einem gemeinnützigen Verein arbeitest und du siehst den Effekt deiner Arbeit nicht. Du tust das, weil du daran glaubst, dass was du tust das Richtige ist. Das ist das Attraktive, was dazu führt, dass du als anziehend wahrgenommen wirst, wenn du gleichzeitig unabhängig bist. Das heißt, du hilfst dir, du erwartest aber nichts zurück. Da kommen dann, wenn du diese Handlungen machst und nichts zurück erwartest, da kommt so viel mehr zurück, als du es dir vorstellen kannst. Weil Menschen finden das super anziehend. Menschen finden das enorm attraktiv, wenn jemand tatsächlich verkörpert, dass er nichts verlangt, dass er nichts braucht, dass er einfach nur im gebenden Zustand ist, ein Geber. Ja? Das ist der gütige König, das ist die attraktivste Form des Mannes. Ja, ist der gütige König. Derjenige, der etwas geben kann, weil er schon genug hat. Das ist das Sexieste, was es gibt. Ich erinnere mich da an einen Mann, der einmal einer Frau ein Kompliment gemacht hat. Und diese Frau hat, ist schon einige Jahre her, 2012. Und da habe ich mich mit dieser Frau getroffen. Und sie hat über beide Ohren gestrahlt, war schon bei ihr. Und dann kam sie gerade an, so, ich habe an der Tür gewartet und sie kam gerade an, hat total gestrahlt, hat die Tür aufgemacht und so, Andi, ich habe gerade was erlebt, es war so cool. Und ich so, oh, was denn? Wir gehen ins Treppenhaus hoch. Und dann sagt sie, da war gerade ein Mann, der schon älter, 50, 60, der hat mir gerade im Kiosk ein Kompliment gemacht. Und ich so, okay, schön, was hat er denn gesagt? Und er sagt, ja, er hat, das musst du dir vorstellen, der kam auf mich zu, ich war gerade da an dem Tiefkühlregal, hat mir da ein Getränk rausgeholt und er hat mich angeschaut und hat gesagt, Miss, das war in den USA, Miss, you look absolutely gorgeous, I just wanted to tell you that. I'm gonna go now, I'm gonna leave now. You look amazing. Und ist gegangen. Und sie hat das gehört und gesehen, wie er nichts zurückverlangt hat, wie er einfach nur gegangen ist. Und sie konnte das wirklich annehmen. Sie so, wow, thank you. Weil er bewiesen hat, dass er nichts Unlauteres vorhatte. Das, was er gesagt hat, war ein echter, authentischer Ausdruck seiner Zuneigung, seiner Verehrung. Ohne etwas zurückzuverlangen. Und sie hat über beide Ohren gestrahlt. Sie sah so happy aus, als sie dann zu mir kam. Derselbe Ansatz, den kannst du in jedem Schritt von Verführung für dich verwenden. Aber das ist ja gerade, es ist schwierig, diese Vokabeln zu benutzen, weil verwenden hört sich an, wie als ob es einem Zweck dient. Und es dient auch einem Zweck, aber der Zweck ist nicht direkt vor dir haptisch als Belohnung zu sehen. Es ist ein übergeordneter Zweck. Es ist, dass du deinem Lebenssinn folgst. Es ist, dass du deiner Mission folgst, die Werte zu verkörpern, an die du glaubst, ein gutherziger Mann zu sein. Das ist verdammt attraktiv. Aber es ist nur dann attraktiv, wenn du nichts zurückverlangst. Und das ist die gewinnbringende Kombo. Das ist die gewinnbringende Kombo in allem, was wir hier beibringen. Ich würde dir sehr gerne noch mehr zu genau diesem Flirt-Element sagen, denn genau das Verehren und Verabschieden ist in der Tat eines der Flirt-Elemente, was die Männer bei uns, bei den Flirt-Spezialisten lernen. Aber am besten schaust du dir einfach das Erklärvideo an, denn da
erkläre ich dir alles in 9 Minuten und da kannst du dir alles wirklich in Ruhe anschauen, welche Flirt-Elemente da noch viel mehr enthalten sind, wie du in jeder Alltagssituation Frauen von dir verzaubern kannst. Also geh einfach mal auf www.interessewecken.de oder klick einmal hier auf diesen Link und dann schau dir auf der nächsten Seite das Erklärvideo an. Dort erkläre ich dir in aller Ruhe, wie Flirten auf unabhängige und wertschätzende Weise genau diese brachialen Ergebnisse hat, wie bei uns im Coaching schon 144 Männer ihre Partnerin dadurch erobert haben. So, einfach mal das Video anschauen, www.interessewecken.de, kannst du direkt draufklicken oder nach dem Video. Und damit kommen wir zur dritten Wahrheit, die diese Frau genannt hat. Wenn du ihm ein Kompliment machst, dann solltest du es besser wirklich ernst meinen. Komplimente bedeuten Typen nämlich mega viel, weil sie es einfach heutzutage nicht sehr oft hören. Die werden sich für immer dran erinnern und immer was Positives mit dir verknüpfen. Das stimmt teilweise. Teilweise darum, weil ja, wir Männer bekommen weniger oft Komplimente als Frauen, weil wir Männer eben grundsätzlich mehr von Frauen zurück wollen und deswegen Komplimente geben, wie vorhin erwähnt, aus unlauteren Beweggründen, weil sie gerne sich etwas dafür erhoffen. Hey, du siehst echt schön aus. Ja, wir können ja mal einen Kaffee trinken. Das heißt, das Kompliment war nicht ernst gemeint und sie weiß das. Deswegen bekommen Frauen so viele Komplimente und haben deswegen auch eine eher Schutzhaltung gegenüber vielen Komplimenten, weil sie wissen, derjenige sagt das nur, um irgendwas von mir zurückzubekommen. Ja? Diese Schutzhaltung ist verständlich. Die würdest du auch haben, wenn jeden Tag dir 20 Leute ein Kompliment machen würden und direkt danach dir fragen würden, ja, wollen wir uns mal treffen? Dann würdest du auch immer, jo, was wollen die alle von mir? So, die Schutzhaltung, absolut verständlich. Das heißt also, teilweise bekommen Männer weniger Komplimente als Frauen. Aber hier haben wir das Problem, was wir beeinflussen können. Und das ist die andere Seite der Münze. Und das ist, dass es sehr viele Männer gibt, wenn nicht sogar die allermeisten, die ein echtes Problem damit haben, Komplimente überhaupt anzunehmen. Ich sehe es super oft, dass, und ich höre es immer wieder, links, rechts, überall, wo ich hingehe, Männer, die ein Kompliment bekommen, aber es direkt abweisen und es nicht annehmen können. Sowas wie, wenn, Makako, wir machen das jetzt kurz mal. Ich gebe dir mal eben ein Kompliment und du antwortest einfach mal als dieser Mann, der das... Ja, als dieser standardmäßige Mann, der das Kompliment nicht annimmt. So, ich sage zum Beispiel, hey, du siehst ganz schön stark aus. Könntest du mir helfen? Könntest du das hochheben? Ah, kann doch jeder. Ja, kann doch jeder. Ne? Er nimmt das Kompliment nicht an. Es kann jeder. Ja, aber ich habe ihn gefragt. Er sieht doch stark aus. Oder sowas wie, hey, du siehst ganz schön schick aus heute. Ach, was? Nee. Genau. Kein Annehmen. Er sieht schick aus, aber er wollte es nicht akzeptieren. Wie oft hast du das selber schon mal gesagt? Wie oft hast du dich jetzt gerade selber ertappt, wenn du ein Kompliment hörst und dass du es dann nicht annimmst? Noch ein Beispiel. Leute bedanken sich für deine Hilfe. Ich sage zum Beispiel zu dir, Makako, hey Mann, das hat mir echt geholfen. Danke für deine Hilfe. Ah, nicht dafür, keine Ursache. Nicht dafür. Gar kein Problem. Nicht dafür, kein Problem. Was soll das heißen, nicht dafür? Wofür dann? Warum können wir nicht... Wenn jemand sich bei uns bedankt, das annehmen und sagen, ja, du hast recht, habe ich gerne gemacht, aber es ist wahr, ich habe dir gerade geholfen, ja, dass wir das akzeptieren. Was heißt nicht dafür? Wofür dann? Wofür sollten wir dann ein Dankeschön akzeptieren? Dann, das ist eine Gewohnheit, weißt du, das Problem ist, dass wir schon das so oft sagen, dass wir Dank und Anerkennung und Wertschätzung und Lob nicht annehmen, dass wir es immer wieder von uns wegstoßen, dass selbst wenn mal etwas kommt, was wir eigentlich echt bräuchten, mal wirklich unterstützende Worte oder wirklich ein schönes Kompliment, dann sind wir schon so indoktriniert, dass wir aus der Gewohnheit es ablehnen, denn wir kennen auch alle diese Floskeln, die wir alle mal gehört haben in der Schule oder von unseren Eltern. Sowas wie, wie heißt es, Bescheidenheit? Irgendwie Bescheidenheit. Ja, das ist Bescheidenheit. Bescheidenheit ist eine Tugend. Gell? Bescheidenheit ist eine Tugend. Hilft mir mal, kommt mir mal mehr mit diesen Sprichworten. Ich bin nicht gut mit Sprichworten. Schreibt mal solche Sprichworte in die Kommentare, bitte. Schreibt mal solche Sprichwörter. Was haben wir früher in der Schule gelernt, was wir beide schon vergessen haben? Ja, aber vielleicht ihr wisst doch, was ich meine. Du weißt doch, was ich meine. Das Eigenlob stinkt. Ne? All diese wirklich destruktiven Prämissen für wie wir unser Leben leben sollten, die unser Selbstbewusstsein untergraben. Es ist so verrückt, wie wir schon seit wir klein sind
mit auf den Weg bekommen, dass wir nicht gut genug sind. Dass alles, was wir tun, nicht gut genug ist. Wie Makako vorhin gesagt hat, Leistungsgesellschaft. Wir müssen immer mehr tun. Wann dürfen wir denn endlich mal Liebe bekommen? Selbst wenn uns jemand Liebe schenkt und uns jemand ein Kompliment gibt, dann wollen wir es nicht akzeptieren? Sagen, ist schon gut, nicht dafür, kein Problem, keine Ursache. Warum? Lass uns doch mal gemeinsam mehr Liebe geben, Wertschätzung geben, ohne etwas zurückzuverlangen und gleichzeitig auch annehmen. Setz es dir zur Gewohnheit, dass wenn dir jemand ein Kompliment macht, dass du dann sagst, Dankeschön. Und danach nichts mehr sagst. Lass das Ganze einfach mal im Raum stehen. Wir reden ja oft von Vakuum. An der Stelle genauso angebracht. Dankeschön. Und wenn du das Ganze dann noch ein bisschen flirty, einen kleinen Flirt dazu mischen willst, beimischen willst, dass es nochmal attraktiver und zu einem flirtigen Austausch kommen kann, dann sag sowas wie, Dankeschön, ich übe jeden Tag. Eine verrückte Fantasie, etwas, was ihr die Möglichkeit gibt, dazu wieder zu antworten. Und sagen, was, jeden Tag? Ah ja, komm, jetzt übertreib mal nicht. Das bringt euch beide nicht nur in der Sphären der Liebe und Wertschätzung auf eine Ebene, sondern dann auch auf der Ebene des Flirts näher zueinander. Mehr ist es nicht. Mehr ist es wirklich nicht. Wertschätzung, Authentizität, Flirten, Verführung, all das können wir eigentlich intrinsisch schon längst. Das haben wir in uns, das hast du in deinem Herzen. Es wurde dir aber verboten von so vielen Stimmen von außen, von Leuten, die gesagt haben, nein, das geht so nicht, Männer haben sich so und so zu verhalten und Frauen haben, meine Güte, die ganzen Stimmen. Wir haben jetzt in letzter Zeit einige Kommentare bekommen, weil ich dieses Video gemacht habe über Red Pill. Die Männer, die darauf kommentieren und ständig weiter sagen, ja, aber Frauen sind ja so und so. Wir müssen irgendwann mal akzeptieren, dass wir alle Angst haben vor etwas. Angst haben davor, geliebt zu werden, Angst haben davor, uns so zu zeigen, wie wir wirklich sind. Und aus dieser Angst heraus projizieren wir Unsicherheit auf andere. Wir sehen, weil wir selber in uns selber ein Feindbild sehen, weil wir uns selber nicht genügend Wertschätzung geben, weil wir von außen die Wertschätzung nicht akzeptieren können, sehen wir in uns so viel Fehler, so viel, das uns nicht vollständig vollkommen macht, wo wir fehlerhaft, nicht gut genug sind, nicht wertvoll, kein wertvoller Beitrag für die Welt, für die Gesellschaft sind. Und wir machen uns so fertig dafür, dass wir anfangen, irgendwann die Frust nach außen zu projizieren und zu sagen, Frauen sind schuld. Frauen haben viel mehr Auswahl als wir, Frauen haben es viel leichter als wir. Frauen sind schuld. Das ist nicht so. Frauen sind genauso wie Männer einfach nur Menschen, die geliebt werden wollen, gesehen werden wollen, gehört werden wollen, verstanden werden wollen. Schenke ihnen das und akzeptiere es, auch wenn es dir geschenkt wird. Und du schreibst eine neue Ära in deinem Leben. Das ist diese Version von dir 2.0, die wir im Coaching immer wieder als Ziel anvisieren. Und das ist so viel schöner, so zu leben. Dann erlebst du auch all diese Dinge, wie ich dir letzte Woche erzählt habe, wie der Benno, der jetzt zum Beispiel 2 Dates diese Woche hatte. Das ist dann normal. Und es ist nicht mehr etwas, was du gerne hättest, weil es dann einfach in dein Leben kommt, ganz automatisch. Als flirtiger, authentischer, ehrlicher, zuverlässiger, gutherziger Mann, der unabhängig ist. Der bekommt das alles vom Universum zurückgeschickt. Wir müssen nicht buddhistisch sein, um diese Wahrheit einfach mal in die Augen zu blicken. Das, was du in den Wald hineinrufst, so schallt es auch wieder zurück. Ich bin so schlecht mit Sprichworten, das ist echt unglaublich. Hey, aber das könnte dein weiteres Markenzeichen werden. Ja, oh, Andy Friday, Sprichworten-Coach. Worst Sprichwort-Coach ever. Kommen wir zur vierten Wahrheit, bevor wir uns hier noch bepissen vor Lachen. Wenn er sagt, alle Frauen sind gleich, dann nimm es bitte auf gar keinen Fall persönlich, weil meistens meint er es gar nicht so. Und das ist ein Indiz dafür, dass er wirklich sehr verletzt wurde und dass er in letzter Zeit einfach sehr viel durchmachen musste. Also werd auf gar keinen Fall sauer auf ihn, wenn er sowas sagt. Sag ich ja. Das ist das Lied, was wir immer wieder singen. Die Männer, die die Schuld auf Frauen schieben, die sagen, Frauen sind hypergam und deswegen können sie sich nicht auf mich einlassen, ich bin nicht gut genug, die bestätigen immer wieder sich selber in diesem niedrigen Selbstwert. Diese Frau ist verdammt weise, also ohne Scheiß, dafür, dass sie das erkannt hat, dass Männer eigentlich nur verletzt wurden und deswegen sagen, alle Frauen sind gleich. Wirklich Hut ab, Hut ab.
Weil das ist nur menschlich, dass wir die Schuld im Außen suchen dafür, dass wir verletzt wurden und dann anfangen, überall Feinde zu sehen. Echt. Ach Mann. So wie nicht alle Frauen gleich sind, sind auch nicht alle Männer gleich. Genauso könnte das andere Lager behaupten, alle Kerle sind nur Testosteron gesteuert, gehen alle nur ins Fitnessstudio, wollen alle nur vögeln, keiner will eine echte Beziehung, Männer wollen sowieso nur das eine. Kannst du dich damit identifizieren? Bist du einer von diesen Muskelklopsen, die nur das eine wollen und keine feste Beziehung wünschen? Natürlich nicht. Nur samstags. Ja, komm schon, Dude. Natürlich nicht. Also, sorry, ich wollte dich nicht angreifen, Makako. Aber das ist, ich bin hier echt emotional investiert, weil es so toxisch ist, weil es so verletzend für die Stabilität der Gesellschaft ist, zu behaupten, dass die andere Seite böse Absichten hat und dass wir deswegen nicht gut genug sind, um uns selber dann zu bestätigen, dass wir nicht gut genug sind. Also etwas Schlimmeres fürs Selbstbewusstsein kann es nicht geben. Diese ganze Theorie von Hypergamie ist eine Theorie, die dir einfach nur einen Beweis geben möchte dafür, dass du dich nicht anstrengen brauchst, dass du genauso mit all den Fehlern, die du hast, sie verdient hast und dass du diese Fehler niemals ablegen wirst, niemals ablegen kannst und dass es immer jemanden besser geben wird als dich. Dass es immer jemanden geben wird, den, sobald du eine Freundin hast, sie wird dir auf jeden Fall fremdgehen. Auf jeden Fall wird sie fremdgehen, weil sie dann mit jemand anderen schlafen wird, der besser ist als du. So ein absoluter Schwachsinn. So ein absoluter Schwachsinn. Du musst dich doch einfach nur mal umschauen. Fatalismus. Du musst dich doch einfach nur mal umschauen. Und ich meine nicht im Internet, weil da findest du natürlich nur diese negativen Beispiele. Ich meine in deiner echten Umgebung. Und wenn du einen Mann kennst, der tatsächlich, wo die Frau fremdgegangen ist. Okay, natürlich gibt es das. Es gibt es auch 2 oder 3 oder 4 Mal. Aber wie viele Beispiele kennst du, wo die Frau nicht fremdgegangen ist? Wo die Frau nicht nach oben geschlafen hat, sondern wo sie bei ihm bleibt und ihn liebt und mit ihm Kinder haben möchte und zusammen sein will und ihn anhimmelt. Und wenn ihr sie zusammen seht, das süße Pärchen, dann schaut sie ihn die ganze Zeit so an. Macht die Augen auf. Diese Frauen sind überall tolle Frauen, die es wert sind zu verehren, die es wert sind, mit ihnen eine Beziehung zu beginnen. Bitte, 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 halt dich fern von diesen ganzen Red Pill, Hypergamie, Alpha und so weiter Sachen. Ich sage nicht, dass da drin irgendwelche Weisheiten auch drin stecken. Überall steckt irgendeine Weisheit drin. Aber die Grundtendenz, die dir damit fortgegeben wird, ist die Grundtendenz, dass du ein Opfer bist und dass du nichts an deiner Situation ändern kannst. Und dass es immer jemand geben wird, der besser ist als du. Das ist selbstbewusstseinszerstörend. Okay? Und es ist einfach nicht wahr. Es ist einfach nicht wahr, weil es genügend andere Beispiele dafür gibt. Und es ist fatalistisch. Das ist dieselbe Anstellung zu sagen, die Welt geht eh unter, warum sollte ich noch irgendetwas machen? Ja. Bullshit. Ja. Du kannst was dazu machen, du kannst was machen. Du kannst diesen Kanal abonnieren, wenn du es noch nicht gemacht hast. Abonnier, klick auf die Glocke und wenn du das nicht willst, weil du nicht erinnert werden möchtest an weitere Videos, okay, dann fang damit an, was wir am Anfang gesagt haben. Schenke Wertschätzung, wenn du Wertschätzung geben möchtest. Gib diesem Video einfach nur einen Daumen hoch. Das gibt uns ein schönes Feedback oder schreib ein schönes Feedback in die Kommentare. Wenn es schön ist, dann gebe ich mir auch die Mühe und gebe dir auch gerne eine Antwort. Wir helfen dir auch gerne. Ja, wenn du uns eine Frage stellen möchtest. Und stell dich vor einen Spiegel. Oh, das ist gut. Ja, Makako. Stell dich vor den Spiegel und gib dir selber mal ein Kompliment. Ja. Fang erstmal an, dich selber zu mögen, dir selber Wertschätzung zu geben. Und vielleicht kommst du dann an einen Punkt, dann halt rauszugehen, es auch anderen Menschen zu schenken. Und wenn diese Person dieses Geschenk annehmen kann, es den nächsten gibt, dann haben wir eine Kettenreaktion, die förderlich ist für alle. Ah, weißt du, woran mich das erinnert? An den Jeremy. Jeremy ist bei uns im Coaching gewesen vor etwa einem halben Jahr, vielleicht ein bisschen länger, 9 Monate. Und der hat kurz nach seinem Coaching hat er seine jetzige Freundin kennengelernt. Hatte davor 10 Jahre lang keinen Kontakt zu Frauen. Also immer Angst gehabt, mit Frauen zu reden. Keine Ahnung gehabt, wie er mit ihnen flirten soll, geschweige denn sie zu verführen. Und jetzt hat er diese eine Frau zu seiner Freundin gemacht. Und was das wirklich Coole ist, ist, dass er es echt geschnallt hat,
was es bedeutet, ehrlich und authentisch zu sein, dass das so viel attraktiver ist, als irgendwelche Spielchen zu spielen. Er hat dieser Frau von seinem Coaching erzählt und hat von dieser Gruppe erzählt, die wir bei den Flirt-Spezialisten haben. Er hat ihr Posts gezeigt von anderen. Und da siehst du mal, was für eine tolle Frau er gefunden hat. Sie fand das so klasse, dass Männer daran arbeiten, sich zu verbessern, an ihrem Selbstbewusstsein arbeiten, auf Frauen zugehen, mit Frauen flirten, neue Kapitel erschaffen. Sie fand das so klasse, dass sie jetzt ein Fan davon geworden ist. Und das ist nicht das erste Mal, dass ich sowas höre. Ja? Wir haben viele weibliche Zuschauer, die hier immer wieder mal was Schönes drunter kommentieren. Falls du auch wieder dabei bist, gerne, mach das. Ich lese das natürlich immer gerne. Und das Geile ist, dass dieser Mann, Jeremy, es nicht geschafft hat, weil er, nochmal, von der Rhetorik her, von der Syntax her, weil dieser Mann nicht sich auf diese Stimmen fokussiert hat, die ihm gesagt haben, dass er es nicht schaffen kann, sondern er hat gesagt, ich höre jetzt auf das, was mir gut tut, nicht auf das, was mich bestätigt in meiner Angst, was mich bestätigt in dass die Welt böse ist und mir nicht helfen möchte oder dass die Welt nun mal so ist, wie sie ist und ich kann nichts dagegen machen. Nein, er hat bewusst fokussiert, gesagt, ich möchte und ich weiß, dass das eine bewusste Entscheidung bei ihm war, weil er ebenfalls diese ganzen Red Pill und anderen Alpha und sonstigen Videos da draußen ebenfalls angeschaut hat und es war eine bewusste Entscheidung zu sagen, die tun mir nicht gut. Er hat gesagt, ich schaue das nicht mehr. Das zieht mich runter. Und diese bewusste Entscheidung hat ihn dahin geführt, dass er jetzt mit einer Frau zusammen ist, wo er über beide Backen strahlt, wenn er von ihr erzählt. Das wünsche ich dir auch, mein Lieber. Ja. Wenn wir dir helfen können, machen wir das liebend gerne. Hier findest du das Erklärvideo, geh auf interessewecken.de. Fang mit uns das Coaching an, diese Reise zu deinem neuen Ich, zu der neuen Liebe, die dich wieder glücklich machen wird, zu neuen Erfahrungen mit Frauen. All das ist drin. Ja. Für Studentenpreise genauso wie für Unternehmer. Wir haben dafür gesorgt, dass dieses Coaching wirklich jeder machen kann. Also, hierhin klicken. Ich sehe dich dort.